Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motoricardo.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung. Herzlich willkommen bei der Motorsport Schweiz Live Lounge, hier direkt aus der Swiss Moto 2015. Mein Name ist Henrik Petro, ich bin Chefredakteur von Motorsport Schweiz und ich habe zwei ganz tolle und prominente Gäste. Der Tom Lüthi bei mir zu Gast. Hallo, Applaus, Tom. Und sein Teammanager, der Fred Gombiboeuf. Hallo. Warum wir den Fred eingeladen haben, die einen haben es vielleicht mitbekommen, es hat auf dieses Jahr Änderungen gegeben in der Teamstruktur. Und das möchte ich noch mal ganz kurz erklären, was genau der Hintergrund ist. Fred, you are now the team owner of, or team manager of the best Swiss drivers. Which I think this makes you proud a little bit. Hello, for sure. We are very proud. All the partners are proud about this new challenge and new story. And of course, for me, it's very exciting to start this new season with Tom. He's new. I don't know him really well. I start some months ago. We are really happy and enjoying for this future. Ja, natürlich, ich habe gefragt, ob er stolz ist, dass er jetzt die besten Schweizer Fahrer bei sich im Team hat. Also, natürlich ist er stolz und natürlich auch die ganzen Sponsoren, das ganze Team ist stolz. Und die Zusammenarbeit mit dem Tom ist relativ neu, vor zwei Monaten. Two months, you said, you started now, actually? No, actually, we started last year already, yeah. But we need some time to know each other and going forward, but for sure, we're really going well. Yes, before you were the team manager of Dominik Egerton, and Robin Mühlhauser together, yes. And now new also with Tom. Is this not too much work for you? I don't know if it's too much work, but for sure when you have big passion, everything is possible. And I think for the rider, it makes incredible stuff. And for us and the staff around the people, around the rider, do exactly the same. It's not too much, it's very, very good. Also vorher ist er, oder bis jetzt ist er Teammanager gewesen von Dominik Egerton und von Robin Mühlhauser. Und ich habe gefragt, ob es jetzt viel Arbeit ist, dass er den Tom auch noch betreuen muss. Er sagt, mit genug Geduld ist alles möglich. Und da muss ich ihm absolut recht geben. Sie haben das letzte Jahr schon angefangen und es wachsen jetzt zusammen. Und wir sind natürlich gespannt, was da alles passiert. Now, just short again. Why did the teams come together? Or why is it not one team with three drivers? For many reasons. First reason, last year, Daniel Ebb, the manager from Tom, will stop the team and he come to us to see if we have some opportunity. That is the first meeting. And the second thing, we cannot have three riders. It's exactly the same rules like a Formula One. It's only two riders per team. Now we should find a solution. We make two teams. Also, es gibt verschiedene Gründe, warum es jetzt drei Fahrer sind. Letztes Jahr hatte Daniel Ebb, wo vorher der Team... Teammanager war oder der Teambesitzer vom Toms im Team, hat seinen Rücktritt ins Auge gefasst und der hat dann mit dem Fred zusammen geredet und haben gefunden, hey, da finden wir eine Lösung. Und weil das Reglement nicht erlaubt, dass drei Fahrer im Team sind, sondern nur zwei, ist einfach die naheliegendste Lösung gewesen, zwei Teams zu machen. So, we have now two teams. It's Derendinger Interwetten with Tom and Technomark Interwetten with Dominik and Robin. So, and why not a fourth rider? Because would have been possible. Yeah, it should be a good possibility, but we ask for one extra rider, for have four riders, but the organization don't give me the possibility, and in the end we should stay with three riders. But anyway, it's not so bad that it's enough. Okay, ja, es wäre noch die Möglichkeit gewesen, am vierten Fahrer zu haben, 2+2, aber aus verschiedenen Gründen ist es jetzt auch nicht möglich gewesen. Aber er ist ganz happy, so wie es ist. Und ich glaube, wir können jetzt auch sehr zufrieden sein, dass wir ein gutes Management haben für unsere Fahrer. So, Tom, kommen wir ein bisschen zu dir. Du hast uns ja recht auf Trab gehalten letztes Jahr. Die erste Hälfte von der Saison ist nicht so gut gelaufen und nachher hast du dafür brutal aufgeholt. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie die Saison für dich gelaufen ist? Ja, es war für mich speziell gewesen. Also der Schluss der Saison war super. Ich habe natürlich auch so angefangen mit den zwei Siegen, die ich gegen Ende raus hatte. Haben wir uns natürlich sehr gefreut und es war auch wichtig für die Punkte. Aber eigentlich, was das Problem war Anfang der Saison, wir haben uns mit der Abstimmung, mit der Richtung der Entwicklung von TÜV, sind wir in eine falsche Ecke geraten.
und dort fast nicht mehr rauskommen. Und dann habe ich eine Zeit so ein bisschen, bin ich fast wie im Leeren geschwommen und ich habe einfach Zeit verloren, habe nicht gewusst wo und wir haben versucht weiter abzustimmen, einfach den Fehler zu finden und das war relativ schwierig gewesen. Und das haben wir nicht sofort hergebracht, das hat einfach Zeit gebraucht und dann ist ein neues Chassis gekommen während der Saison, dann habe ich das weiter müssen lernen kennen, es ist einfach alles. Ich war immer so einen Schritt hinten drin und gegen Ende der Saison konnte ich das Ganze dann aufholen. Und bin gut drauf gewesen, voll motiviert, natürlich die Saison trotzdem noch gut abschließen. Und ja, dann ist der Schluss eben wirklich gut rausgekommen. Und das ist natürlich der Schwung, den ich jetzt mitnehmen auf das neue Jahr. Also physisch, konditionell und mental bist du eigentlich die ganze Saison gut unterwegs gewesen und hast im Prinzip, also du hast die Topform gehabt, die ganze Saison durch, kann man sagen. Ich bin voll parat, ja. Ich bin natürlich auch in der Wintervorbereitung bei den Tests, auf das letzte Jahr schon. Ready gewesen, also vor dem Saisonstart in Katar hatte ich das Gefühl, ja, wir sind parat, wir sind stark. Das Material habe ich abgestimmt, die Basisabstimmung ist da. Ich bin topfit gewesen, es ist alles ready, wir können loslassen. Das erste Rennen ist noch gut gegangen, da bin ich viert geworden, habe dann den dritten Platz geerbt bekommen. Und dann ist es nur noch bergab gegangen, sozusagen. Und dann bin ich dann das Zeitchen schon so ein bisschen mit grossen Augen da gestanden und habe nicht recht gewusst, wo ich anpacken muss, dass ich wieder ganz vorne komme. Also was in Erinnerung bleiben wird auch vom 2014, sind die atemberaubenden, sensationellen Zweikämpfe, die du gehabt hast, über weite Strecken mit dem Dominik Egerton. Also für uns Schweizer natürlich super, wenn der Tom sich fetzt, dann natürlich mit einem anderen Schweizer, also showmäßig perfekt, wird das das Jahr auch wieder so sein? Das haben wir natürlich auch so geplant, oder? Dass es schöne Medienberichte gibt in der Schweiz, oder? Dass wir den Motorradsport ein bisschen bekannter machen können. Nein, klar nicht. Das war natürlich Zufall, gewesen, dass es wir zwei aufeinander getroffen haben. Aber natürlich perfekt für uns Schweizer auf jeden Fall. Und jetzt dieses Jahr haben wir zusammengeschlossen und dann hoffen wir jetzt, dass wir wirklich in der Kulisse gut zusammenarbeiten können. Und auf der Strecke sind wir natürlich Gegner wie auch im letzten Jahr auch, das ist ganz klar. Eben, also das ist schon noch ganz speziell. Vorher war es Kollegen und so, aber man ist wirklich harter Konkurrent und man ist in unterschiedlichen Teams und dann ist es auch, kann man es voll ausleben. Wenn ihr jetzt aber quasi im gleichen Haus spielt, aber gleich gegeneinander fahren, dann müsst ihr ja noch, jetzt noch mehr im Kopf umschalten, wenn ihr auf Strecke geht und wenn ihr wieder retourkommt. Das wird so sein, ja. Ich kann mir das noch nicht so gut vorstellen. Ich habe bis jetzt noch nie einen Teamkollegen auf gleichem Niveau. Das ist für mich neu, aber natürlich auch sehr interessant, eben das, was ich angesprochen habe mit hinter der Kulisse. Das Zusammenarbeiten, dass wir Daten haben. Er hat meine Daten, ich habe seine Daten, das ist alles offen. Unsere Cheftechniker reden zusammen, die tauschen sich aus nach jedem Training oder sogar zwischen den Training. Oder? Und das ist sehr wichtig und das kann uns beide weiterbringen. Aber eben auch der Switch auf der Strecke ist sehr wichtig, klar. Ich will gewinnen, er will gewinnen. Schlussendlich muss es egal sein, wenn ich kann überholen kann, ob er jetzt die gleiche Farbe hat im Dörf als ich. Also es wird bei ihm nicht anders sein. Aber schon neben der Strecke verstehen wir uns sehr gut. Auch mit dem Robin, mit dem dritten Fahrer, haben wir sehr gut untereinander. Und das ist Fakt. Es gibt wirklich Power, so in die neue Saison zu starten. Also, du hast gerade etwas Interessantes angesprochen. Ihr habt volle Transparenz mit den Daten. Es hat aber auch Leute gegeben, die gesagt haben, ihr sagt zwar, dass ihr transparent habt, aber schlussendlich wird jedes Team die wichtigen Daten für sich selber behalten, weil eben jeder will gewinnen. Ja, das ist richtig, jedes Team schon, das ist richtig, aber wir sind ein Team. Also, Daten sind innerhalb des Teams völlig transparent offen. Das ist wirklich, wir haben eine Server-Box und Daten, sobald sie reinkommen mit dem TÜV, dann wird der TÜV angesteckt, Daten werden runtergeladen und die gehen direkt auf den Server. Also, in dem Moment kann auch der Cheftechniker vom Domi auf den Server zugreifen oder mein Cheftechniker auf seine Daten. Das ist wirklich völlig offen, aber natürlich nur intern im Team. Mhm. Also, was euch aber natürlich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen sollte, weil ihr ja aus zwei Datensätzen könnt ausinterpretieren. Das ist das Ziel, dass wir einfach breiter abgestützt sind. Wenn mal vielleicht der eine in die falsche Richtung geht, dann hat vielleicht der andere die richtige Richtung eingeschlagen und dann kann man dort ein bisschen einhängen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so, dass wenn es dem Tommy super geht und ich Probleme habe, dass ich einfach sein Setup reinschraube und dann geht es bei mir auch gut. Das ist immer fahrerabhängig. Also so einfach ist es dann schon nicht. There's one question more, Fred. One of the major changes for the new season is also the change of the material. After 4 years of Suto, you're now rolling on Kalex. What is the background for the change? It's a company decision, it's a strategy decision. We think a long time, all together, rider and technical staff,
And in the end, we take the decision which is the best and the best for the rider, for fight, for the podium, every race. And in the end, obviously, after check everything, we choose Kalex for fight with the best team in the World Championship. And we are happy to this change. Eine von den grossen Veränderungen in der neuen Saison ist natürlich der Wechsel von Sutter auf Kalex. Das war gross beschrieben und diskutiert worden. Und ich habe nochmal gefragt, was der Grund war. Und er hat gesagt, es war eine strategische Entscheidung, ein Geschäftsentscheid. Man wollte ein Material haben, das für jedes Rennen und für jede Strecke die besten Chancen gibt. Und ja, wir sind natürlich gespannt, was da passiert. Tom, aber eine Frage schon, jetzt am Schluss von der Saison, wo es so gut gelaufen ist, wo ihr das Setup richtig gut drin hatten, jetzt fängst du wieder von vorne an eigentlich. Ist das nicht ein bisschen schade? Oder falsch? Ja, die Aussage ist natürlich schon irgendwo richtig, das ist klar. Aber der Entscheid ist schon vorher gefallen. Das kann man natürlich nicht abwarten bis zum letzten Rennen und dann sagen, ich fahre das oder das. Die Verträge sind natürlich schon viel früher unterschrieben gewesen, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwo sicher schade. Wir haben viel Erfahrung gesammelt mit der Sutter. Und ich muss so hier vielleicht sagen, die zwei dürfen, Kalex und Sutter, es sind beide auf einem Top-Niveau und es sind beide Sieg dürfen, das ist ganz klar. Aber was wir uns natürlich jetzt erhoffen mit der Kalex, mit dem neuen Material, dass wir ein bisschen mehr Konstanz herausholen können. Sutter hat in meinen Augen immer perfekt funktioniert, wenn man die Abstimmung hergebracht hat. Aber dort herzukommen, ist relativ schwierig gewesen. Ja, und die Zeit haben wir natürlich nicht, eigentlich, von Rennen zu Rennen. Ja, genau. Das kann halt relativ schnell gehen. Dann kommt man vor einer langsamen Strecke auf eine schnelle und dann muss man sehr schnell reagieren, weil viele Trainings haben wir nicht. Und wir erhoffen uns schon, jetzt, dass wir Kalex eben auch im Team, weil wir mehr Daten haben, dass wir das ein bisschen breiter abstützen können und ein bisschen mehr, vielleicht ist das falsche Wort, aber ein bisschen mehr Sicherheit haben. Sicherheit ist wirklich das falsche Wort, aber dass wir einfach ein bisschen breiter abgestützt sind und vielleicht ja, so den Weg ändern finden für die richtige Abstimmung. Also die ersten Tests haben ja stattgefunden, die Vorbereitung ist im Gange auf die neue Saison. Wir waren in Valencia, in Jerez. Jerez ist ja gerade bis vorgestern, glaube ich. Valencia hatte ein bisschen Wetterpech gehabt, man konnte nur einen Tag ein bisschen fahren. Wie ist dort ein bisschen gelaufen? Du bist ja zum ersten Mal auf der Kalex eigentlich gewesen. Das war eigentlich das erste Mal. Also ich muss sagen, wir haben vorher eigentlich Anfang November, bevor wir auf Jerez waren, waren es 6 Testtage, die wir geplant haben. Und davon haben wir gerade einen fahren können. Also wir hatten wirklich Wetterpech gehabt. Wir waren in Gastele, dort hat es nur geregnet und sogar geschneit bei 3 Grad. Aragon hatte Schnee gehabt und wir konnten wirklich rein fahren. Und in Valencia war endlich der erste Tag gut gewesen. Zwar kühl von der Asphalttemperatur, aber die Rundenzeiten waren doch da gewesen. Und das sagt natürlich dann, okay, dann können wir anfangen zu arbeiten und abstimmen. Und Valencia ist eigentlich auf Anhieb sehr, sehr gut gegangen. Wir haben mich sofort wohl gefühlt auf dieser Kalex. Und wir konnten auch schon anfangen zu arbeiten. Und ich war auch schon schneller gewesen als im November, als ich das Rennen noch gewonnen habe. Und das ist natürlich schon sehr interessant und motivierend. Also nochmal, du bist mit der Kalex im Training, also jetzt in den Tests, schneller gewesen als dort auf der Sutter, wo du das Rennen gewonnen hast. Richtig. Habe ich richtig verstanden? Richtig, ja. Ich war ein bisschen schneller von der Rundenzeit her. Es sind zwei oder drei andere waren noch ein bisschen schneller gewesen, dann während dem Test, unter den gleichen Bedingungen, aber wir waren voll dabei gewesen. Und das ist motivierend. Mhm. Und dann sind wir auf Jerez und dort haben wir 3 Tage im Grossen und Ganzen gut Wetter gehabt. Und es ist ein bisschen schwieriger gegangen, dort haben wir ein bisschen mehr Probleme bekommen. Und dann habe ich angefangen zu spielen, mit dem TÜV versuchen abzustimmen halt. Wie reagiert er, wenn wir den Schwerpunkt verschieben und so weiter. Und es ist dann auch spannend geworden. Es war ein bisschen schwieriger gewesen in Jerez, aber doch haben wir wieder Schritte vorwärts machen. Genau, du hast auch noch einen Sturz gehabt, aber es hat er glaube ich nichts gemacht. Das ist irgendwie so ein... Was ist da passiert? Ja, mir ist das Vorderrad eingeklappt in einer relativ schnellen Kurve. Wir haben, eben, wie ich vorher angesprochen habe, am Schwerpunkt ein bisschen rumgespielt. Und für das ich Feedback geben kann, ein richtiges Feedback im Team, muss ich natürlich ins Limit gehen. Ich muss es spüren. Und dann haben wir uns irgendwo in eine Ecke bewegt, wo ich das Vorderrad nicht mehr so gut gespürt habe. Und dann ist mir in einer schnellen Kurve das Vorderrad eingeklappt. Aber das ist Teil des Business, also es war halb so wild. Okay, jetzt geht es bald los. Also bald los, es geht nicht noch Zeit. Aber wir fiebern alle auf die neue Saison. Einerseits mit der neuen Teamzusammenstellung, finden wir sehr interessant. Genau, Team, das ist auch noch das Thema. Du hast natürlich jetzt auch ein neues Team. Du hast ein paar Leute mitgenommen und ein paar sind neu. Ist das, was bedeutet das für dich, um dich einstimmen? Also der Cheftechniker ist mitgekommen und ein Mechaniker und der Rest ist neu, ja. Und das muss sich jetzt auch einspielen. Für das sind die Tests auch sehr, sehr wichtig. Die Mechaniker untereinander müssen sich
Bling verstehen, schlussendlich. Wenn es hektisch wird während dem Grand Prix Wochenende, muss es manchmal schnell gehen. Oder? Und das muss sich jetzt auch ein bisschen spielen. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Also es ist ja leider so, dass die Konkurrenz ja auch nicht schläft. Also während ihr da testet und macht und tut, dann sind die anderen auch nicht am Siesta machen. Eine spannende Saison kündet sich an. Wer hast du das Gefühl, wer sind so deine Hauptwidersacher in der nächsten Saison? Wer wird dir das Leben schwer machen oder wem willst du das Leben schwer machen? Ja, ich will es jedem schwer machen, das Leben, ehrlich gesagt, der dort mitfährt. Aber wer mir das Leben wird schwer machen, das gibt viel. Also der erste ist sicher der Rabat, der Titelverteidiger, er ist nicht aufgestiegen. Und wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, dann hocken wir in der Stunde, glaub, noch da. Weil die Moto2-Klasse ist so eng und es kann so Mengen kann Rennen gewinnen dort. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass wir uns auf uns fokussieren, auf uns konzentrieren, irgendwie auf mich selber. Und unseren Job machen und dann versuchen, die anderen zu schlagen, egal wer das ist. Okay, also wir sind absolut, wir fiebern mit, das ist ganz klar. Aber im Motorsport Schweiz werden wir regelmäßig über euch berichten. Ich freue mich auf packende Duelle und interessante Tage und vor allem auf viel Sieg und viel zumindest viel Podestplätze. Ja, viel Podestplätze. Und ja, danke vielmals, dass ihr hierher gekommen seid. Alles Gute und ganz sicher bis nächstes Jahr wieder. Tipptopp, merci. Danke vielmals. Das war's von dem. Super, danke vielmals. Das war's mit Tom Lutti und Fred Gombinböf vom Team Derendinger Interwetten und Technomag Interwetten. Und bald hier bei uns, Dominik Egerter, da reden wir gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Bis dann, macht's gut. Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motoricardo.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung.